Habt ihr gehört, in Deutschland gibt es Erntedankfest? Habt ihr das gehört? Was ist das Erntedankfest? Erntedankfest. Wie kann man das erklären? Wie kann man das definieren? Ja, Alec weiß es nicht. Vielleicht kann jemand erklären. Ich zeige das nächste Foto und vielleicht kann man verstehen, was bedeutet Erntedankfest? Was ist das? Was sehen wir auf den Bildern? Ja, Zigniuschka, ist das richtig? Ernte, Andrea schreibt, was das auf Englisch ist. Richtig, wir sehen viele Gemüse, viele Früchte. Und hier in Deutschland und auch in verschiedenen Ländern vielleicht wird dieses Fest gefeiert. Richtig, wenn man die Gemüse, Früchte erntet. Es gibt bei uns hier in der Nähe Traubenfest, es gibt auch Kartoffelfest, es gibt viele schöne Traditionen. Ja. Aber nicht alle mögen, nicht alle lieben, nicht alle mögen zum Beispiel Gemüse wie Zignischka. Ich mag auch zum Beispiel Früchte. Und hier sehen wir das Bild von einer Kollegin aus Estland. Was hat sie da auf den Regalen? Das ist nach der Ernte. Wie nennt man das alles, was hier auf den Regalen steht? Das ist ein schönes Fest. Und was sehen wir auf dem Bild? Was sehen wir auf dem Bild? Wir sehen viele, viele Gemüse und Früchte in der Dosen, ja? Viele nach dem Erntedankfest machen diese Vorräte, ja? Wir gehen weiter. Natürlich gibt es in jedem Land diese Herbstbräuche in aller Welt. Zum Beispiel in Polen gibt es Kartoffelfest, richtig. Und diese Feste sind in der ganzen Welt. Gut, jetzt wir haben eine Musikpause und ich schlage vor, wir hören und singen zusammen ein schönes Kinderlied zum Thema Regen. Und jetzt kommt der Text des Liedes und dann werde ich noch einmal die Musik. Ja, ich mag auch Utkan, wenn es regnet. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Genau, hier ist das Lied. Dankeschön, haben bestimmt auch einige von euch gesungen. Das ist ein sehr schönes Lied. Ich werde die jetzt wieder zur Seite schieben. Wir haben sogar gesungen, ja? Und das ist noch einmal der Text. Und wir wiederholen noch einmal: Es regnet, wenn es regnen will.
und regnet seinen Lauf. Und wenn's genug geregnet hat, so hört es wieder auf. Das ist ein schönes Lied. Wir lernen mit dem Lied auch sehr viel im Deutschunterricht, weil das motiviert, weil das lustig ist und weil die gute Stimmung, Laune, ja, macht das Lied, macht gute Laune. Dankeschön. Also, meine lieben Teilnehmer heutigen Unterrichts, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Mit diesem schönen Lied ist der Unterricht zu Ende. Der nächste Unterricht wird am Donnerstag um 20 Uhr. Bis Donnerstag, aber am Donnerstag kommen dann die Schüler, die das Niveau B1, B2 haben. Dankeschön, Umida. Das freut mich, dass dir gefallen hat. Ich hoffe, dass wir uns nächste Woche sehen zum Unterricht. Dankeschön. Alles Gute. Bis Donnerstag. Auf Wiedersehen.